Herzlich willkommen zu einem neuen Video in der Super Duke-Reihe. Unser heutiges Thema sind ein bisschen Touren mit der Super Duke. Im Hintergrund schraube ich schnell mein Gepäck an die Super Duke und zeige euch, wie das geht. Und währenddessen quatsche ich ein bisschen. Ich würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo natürlich mega freuen. Und für all die, die es richtig drauf haben, die aktivieren natürlich auch die Glocke. Genau. Also Touren mit der Super Duke ist kein Problem. Das mal vorab als Fazit sozusagen. Ja, man kann mit diesem Motorrad auch unbesorgt längere Strecken fahren. Allerdings gibt es natürlich deutlich bequemere Motorräder dafür. Das muss auch gesagt werden. Aber von den Motorrädern, die recht sportlich sind, ist die Super Duke schon ganz okay für Touren. Ja. Die BMW S1000R, also mein anderes Bike, ist noch etwas bequemer dafür, aber der Unterschied ist minimal. Also für Hypernakeds würde ich sagen, Super Duke S1000R auf jeden Fall für Touren geeignet, auch mehrere Tage, je nachdem wie viel Gepäck man drauf kriegt. Da gibt es natürlich auch unterschiedlichste Lösungen. Ich verbaue hier gerade eine Krieger-Hecktasche, da die universal für viele Modelle einsetzbar ist, weil man eben nur diese Schlaufen unter den Sozius-Sitz packen muss und schon kann man da diese Hecktasche befestigen. Da kann man auch noch weitere Krieger-Hecktaschen draufschnallen und somit sein Gepäck erweitern. Was ihr euch für die Super Duke auf jeden Fall besorgen solltet, falls ihr es nicht gleich mitbestellt habt oder die gebraucht es nicht hat, ist die Ergositzbank. Die ist auf längeren Touren auf jeden Fall Gold wert. Da tut euch der Arsch nicht schon nach 3 Stunden weh, sondern erst nach 6. Nicht Spaß beiseite. Man merkt den Unterschied auf längeren Touren auf jeden Fall. Ich würde es euch empfehlen. Der Aufpreis ist natürlich recht saftig, aber er lohnt sich. Und ihr seht es hier im Hintergrund, die Super Duke kommt mit einem eingebauten USB-Port. Ich habe schon oft in Videos erwähnt. Dafür habe ich mir so ein USB-Ladekabel besorgt mit so einer geringelten Ausführung, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall ist es somit etwas variabel in der Länge. Ich lege es mir dann einmal um den TFT-Display rum und habe dann mein Handy an der Quadlock-Handyhalterung. Sehr cool, ihr seht, wie leicht man das Handy befestigen kann und stecke dann das Ladekabel ein und schon kann ich so lange navigieren, wie ich will, weil das Handy immer geladen wird. Für Navigation nutze ich Kalimoto. Ich habe da die Premium-Version und bin mehr als happy. Die navigiert einen echt super zuverlässig und findet die coolsten Routen, wie zum Beispiel die, die ihr jetzt im Hintergrund seht. Genau, ansonsten, was gibt es zur Super Duke und Touren noch zu sagen? Primär, wenn ihr sehr, sehr viel Wert auf Touren legt, kauft ihr euch einfach ein anderes Bike. Ja? Wenn, dann ist eine zum Beispiel BMW S1000X eher eine gute Kombi, wenn es ein bisschen sportlicher sein soll oder halt einfach eine Reise-Enduro oder so ein Tourensportler oder sowas. Da gibt es einfach andere Modelle, die besser geeignet sind. Aber wenn ihr viel sportlich fahrt und einfach ein sportliches Bike haben wollt, solltet ihr euch nicht davon abschrecken lassen. Ihr könnt mit dem problemlos Mehrtagestouren fahren. Ich fahre jetzt die nächsten 2 Tage, nee, Schmarrn, ich fahre in 2 Tagen für die nächsten 5 Tage an Gardasee, also ich bin 5 Tage weg und ja, ich kriege Gepäck 5 Tage auf der Super Duke problemlos unter und habe trotzdem Spaß und mir tut nichts weh. Vielleicht ein bisschen nach am Ende der Touren, aber das ist, glaube ich, normal. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren und vergesst nicht, liken und subscriben.